Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu Automata DLC. Ja, wir müssen heute natürlich die Sachen fertig bauen, die wir beim letzten Mal begonnen haben. Beziehungsweise natürlich auch noch ein bisschen was darüber hinaus. Keine Frage. Eine Sache, die vielleicht nicht ganz glücklich war. Also ich weiß ja nicht, ob Bunkerziegel eine Explosion von unserem Kernreaktor standhält. Das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2, wir müssten natürlich auch hier oben dann Stahl bauen, außerhalb des Raumes. Also die Bunkerziegel aus Stahl, das wollte ich sagen. Dementsprechend müsste das dann eventuell auch nochmal angepasst werden. Aber aktuell ist es ja so, dass Stahl noch absolut knapp ist. Wir haben nur 1,2 Tonnen. Auch wenn wir die Produktion hier sicherlich ein bisschen, hochfahren können. Wo ist er da? Sorry, dass heute die Kamerafahrten direkt zu Beginn so wild sind. So, wir haben hier einmal keine Fossilien. Wir haben immerhin einen ganzen Schwung Eierschalen. Das ist schon mal gut. Also da kann auf jeden Fall was passieren. Denn vom Rest haben wir nichts. Okay. Gut, dann lasse ich erstmal die Sachen hier fertig bauen, beziehungsweise wir könnten natürlich auch hier erstmal den Schutzanzugraum bauen. Jo, also dann muss ich nochmal kurz eine Sache durchgehen, wie wir dann hier am einfachsten rüberkommen. Also, Fakt ist auf jeden Fall, ich fange einfach mal an zu planen. So. Wir brauchen hier, das Gute ist, wir sind in diesem Bereich nicht mit einem Schutzanzug unterwegs. Das heißt, wir brauchen hier keine Station, wo wir die Schutzanzüge ausziehen, ne, im Vergleich zu hier unten. Das können wir uns im Grunde dort oben sparen. Das macht das Ganze sicherlich viel einfacher und auch ein bisschen, ja, stabiler, hätte ich jetzt fast gesagt. dafür nehmen wir mal, ach, wir haben im Grunde von so vielen Sachen Knappheit, ne? Aber es sind nur 100 Kilogramm Eisen. So. Ich würde dann hier auch fast ein paar mehr bauen. So. Ja, 5 reichen auf jeden Fall. Was soll man da noch großartig mehr? Dann kommt dort die Station rein. Und dann würde ich da direkt dann, oder nicht direkt danach, sondern ein bisschen Freiraum vielleicht lassen. Unter Medizin war das, ja. Die Dekontaminationsdusche. Also lassen wir vielleicht noch einen Abstand. Machen wir das Ganze so. Bauen wir auch davon 5. Ja, hier können wir ja einen Tank drunter machen. Das ist jetzt nicht das Problem auf dieser Höhe. Ja. So. Okay, und dann bauen wir uns hier eine Leiter hoch in den Raum. So, das heißt, Bunkerziegel bis da. Eine Rutschstange. Ja, komm. Das lohnt sich eigentlich fast nicht, aber machen wir das dann doch mal. So, und ihr kommt da noch hin. Dann sind wir natürlich hier unterhalb des Kernreaktors direkt in dem kritischsten Bereich. Dann würde ich sagen, wir machen, aber wir haben nicht mehr genügend Material. Ja, ich glaube, bevor ich hier jetzt noch weiter plane, lasse ich auf jeden Fall mal das Spiel laufen. Mensch, was mache ich denn da wieder? So, dann können wir nämlich parallel ein bisschen mehr Material noch herstellen. Hier wird fleißig geprügelt. Ja, sehr schön. Ja, wenn ich jetzt natürlich noch anfange, Transportschienen und sowas zu bauen, dann wird es halt schwierig. Aber was ich gerade so ein bisschen überlege, ob es nicht, also es wird definitiv Sinn machen, den Steinbrecher da wegzubauen und den dann irgendwo hier in Reichweite zu setzen. Also diese Batterie hier zum Beispiel, die muss da nicht stehen. Die kann woanders hin. Und dann könnten wir dort
einen hersetzen und dann mit einem automatischen, ja, das machen wir auf jeden Fall. So, Batterie. Du kommst stattdessen. Ich habe mir das aber auch wieder verbaut hier, meine Güte. Was habe ich denn hier drin? Verschmutztes Eis kommt doch mittlerweile hierher. Also zumindest theoretisch. Das heißt, die hier können weg. Und dann könnten wir auch das so machen, dann senkt sich der Wasserspiegel. Ja, doch, es geht so. So, und dann kommen hier noch mehr Ziegel hin und dann können wir hier die Batterie herbauen. Ja. Gut, warten wir da mal eben drauf, dass da jemand kommt. Dann dürften wir schon mal das Stromkabel so dort rumlegen. Dann kann nämlich der Teil auch weg. Automatisierungskabel muss noch da. Auch daraus machen wir 7 Aufträge. Gut, wir kommen gleich dorthin zurück. Das alles auf 5. Ich überlege gerade, ob ich nicht sinnvollerweise die beiden hier zurückhole. Obwohl, wir haben hier eigentlich auch noch ausreichend zu tun und der steigt wieder auf dieses blöde Laufrad. Die beiden deaktiviere ich erstmal. Was ich hier jetzt auf jeden Fall mit reinnehmen möchte, nee, das ist nur der hochpriorisierte, ist hier Metallerz, Eisenerz. Das heißt, wenn wir was haben, bitte auch das rüberbringen. Dann würde ich außerdem ganz gerne für Eis und verschmutztes Eis hier ein paar Lagercontainer bauen. Lagerbehälter. Damit wird das nämlich alles hier immer herbringen können und dann passiert hier oben nichts damit, dass es schmilzt. Und wir Überflutung haben, die total überflüssig sind. Achso, ich habe übrigens auch hoher Stress, muss ich gleich mal eben gucken, unseren Slickster hier unten gerettet. Der hat mir das geschrieben, ich habe das vor dem Video schnell die paar Grabaufträge hier reingemacht. Das ist dem Guten wieder gut geht. So, hoher Stress. Charvi. Ui. Die haben aber alle grüne Gesichter. Wie kommt es denn dazu? Es gab auch übrigens wieder ein kleines Update. Wahrscheinlich hat es damit zu tun. Ich denke, das dürfte ein Bug sein, weil auf dem Planeten, oder hier zumindest, bei Garg und Charvi ist ja wenig bis keine Strahlung. Okay, warum hat Charvi nur so niedrige Moral? Wie kommt das denn zustande? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Zum einen, weil er zum Beispiel keinen Kantinentisch hat in der großen Halle, ja. So, alles Verflüssigbares da rein. Hätte sich auch automatisch genommen, aber naja. So, jetzt wird hier Zeugs aufgeräumt.
Die wird es gleich besser gehen, Schavi, sobald du das nächste Mal gegessen hast. Da kriegen wir das in den Griff. Sie macht dann jetzt doch Sinn. So, solange wir noch Eisenerz haben. Gut, werfen wir hier nochmal einen kurzen Blick drauf. Da haben wir die obere Reihe fertig. Der wurde jetzt auch gezähmt. Perfekt, dann können wir im Grunde alle Arbor-Eichelsamen hierher bringen. Der kann weg. Dann fangen wir damit an. Mein 5 Stück. Ja, so ganz viel haben wir noch nicht, aber die müssten ja eigentlich, wenn ich mich nicht sehr täusche, kriegt man noch bei der Ernte von den Arborbäumen auch was dazu, ne? So, wir haben hier oben jetzt alle Samen raus, dann können wir jetzt hier auch die anderen Leitern wegnehmen, dass die nämlich auch mit den Ästen wachsen können vernünftig. Nicht nur gerade nach oben, sondern auch nach links und rechts. Gut. Na, jetzt habe ich wieder nicht auf schnell laufen lassen. Na gut. So ist es eben. Okay, hier ist jetzt ein bisschen was passiert. Wir können da die Ziegel reinsetzen. Die und die Leiter dürfen weg. Die braucht im Grunde auch niemand, auch wenn die nicht im Weg ist. Stromkabel ist gebaut. Dann darf dort gleich die Batterie hin. Oh. Habe ich mich tatsächlich vertan, ja? Ich glaube nicht nur bei dem Stromkabel, sondern ja. So, daraus ein 7. Dann werden wir hier brauchen einen automatischen Räumer. Hoffentlich passt das überhaupt. Wie hoch ist denn der? Der ist auch 4 Felder hoch. Das passt gar nicht. Trotzdem ist es schon einfacher, wenn wir hier einen Steinbrecher haben. Das ärgert mich schon, muss ich sagen. So, Steinbrecher. Wir haben ja auch keine Lampe, nichts, ne? Ach, der passt hier sowieso nicht rein, ne, oder? Weil der 4 Felder breit ist. Na gut, dann müssen wir diesen Tank hier noch entfernen. Okay, die Umbaumaßnahmen werden noch ein klein wenig größer als ursprünglich gedacht. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz, um hier sowohl eine Lampe als, ah ja, dann wird es auf jeden Fall besser. Dann ist auch hier das Arbeiten noch ein bisschen schneller, dass ich da auch nicht vorher schon mal dran gedacht habe.
komme natürlich, wenn ich da unten jetzt immer alles auf 7 baue, hier auch nicht schnell voran, aber doch, tun wir doch. Ich glaube, hier unten reichen uns isolierte Ziegel, weil wir ja hier oben mit Bunkerziegeln arbeiten werden. Ich baue, glaube ich, dann hier oben die Bunkerziegel. So, sagen wir mal bis hier. Und dann können wir hier unten isolierte Ziegel noch drunter bauen. Ja. So, um das hier alles bauen zu können. Autosave können wir auch schon mal anfangen, nämlich das so und so. Hier braucht es Gitterziegel. Eigentlich können wir die hier auch wegnehmen und um da auch die Gitterziegel bauen zu können. Alles auf Priorität 5, weil... Ja, ich hatte eigentlich gedacht, wir kriegen im heutigen Video den Reaktorraum so halbwegs fertig, aber... Vielleicht muss ich diese Idee nochmal revidieren. Okay, das Spielchen hier können wir auch erstmal stoppen. So, wie geht's euch beiden hier? Eure Rutschstange habt ihr fertig bekommen. Sehr schön. Tragt ihr immer noch Eisenerz weg? Ja, die letzten Reste wahrscheinlich. Okay, der Stress sinkt langsam, aber sicher. Wir können das ja noch mal ein bisschen beschleunigen, 5%. So, wir haben... Großteile des verschmutzten Sauerstoffs schon bekämpft. Da können wir noch mal einen hinbauen und hier Gas noch. Ja, ich muss noch mal die ganzen organischen Sachen hier wegräumen. Außer, obwohl ja gar nicht alles, aber... Beispielsweise hier und hier. So, die werden nämlich dann alle da reingepackt. Fallen ins Wasser und können nicht weiter ausgasen. So, okay, hier haben wir jetzt den Teil fertig. Dann schnibbeln wir jetzt einmal hier auf. Verbinden nach da. Dann schneiden wir hier auf, können diesen Teil der Leitungen zerlegen, stoppt den nicht, nur den hier. Dann könnten wir schon da aufschneiden, schließen das nach hier an. So und so. Und dementsprechend kann das dann auch hier alles weg. Also Players Mod ist wirklich die beste. Und dann können wir hier gleich umbauen, nämlich diesen Flüssigkeitstank verlegen wir nach hier unten. Und dann können wir die Leitung hier direkt wieder hochlegen. So, unabhängig davon könnte doch die Deckenlampe schon mal dorthin. Platz für den Bewegungssensor befürchte ich haben wir dann hier nicht mehr, aber... Obwohl vielleicht doch, wir könnten ja einen hier unten hinsetzen und wenn es passt,
Ne, es wird nicht passen. Ja, schauen wir mal. So, dann trennen wir jetzt einmal dort auf. Schließen das nach hier an. Wobei, wir können ja auch noch einfacher hier wieder hochgehen. So, zerlegen. Das alles hier. Ich glaube, ich habe jetzt ein Segment vergessen, nämlich... Ja, dort. Ist jetzt doch schon recht viel Aufwand, ne? Für so eine Kleinigkeit. Aber das erspart uns auf Dauer viel Arbeit. Den Strom kommt noch dorthin. So, Steinbrecher würde ich dann jetzt, wenn wir haben, aus Gold bauen, haben wir nicht. Na, dann halt nicht. Hier oben können wir gerade nicht zerlegen. Dafür müssten wir hier rein. Das lassen wir dann erstmal. Die stören uns ja im Grunde nicht, dass sie da sind. Eigentlich stören sie mich schon, aber... So, jetzt wollte ich mal eben einen... da. Einen Testsensor bauen. Hier, ob der den Duplikanten hier im Bild hat. Dieser hier wird sicher den im Bild haben, wenn da gearbeitet wird. So, jetzt müssen wir nochmal die Einstellungen nach dort übertragen. Und dann können wir den hier zerlegen. Ich lasse lieber das Licht hier dann die ganze Zeit brennen, als wenn wir hier keinen Duplikantensensor haben, der funktioniert. So, dann könnte man auch noch überlegen, ob man die Eierschalen und die Fossilien, die von hier kommen, rausfiltert und hierher bringt. Aber dafür fehlt uns dann auch wieder Platz. Da müssten wir im Grunde die Flüssigkeitstanks hier auch noch nach unten verlegen. Was jetzt auch kein Hexenwerk wäre, aber... Nee, das machen wir zumindest nicht jetzt sofort. Irgendwann wird ja auch von dort nicht mehr so viel an Fossilien kommen und die paar Eierschalen kommen wir dann auch. Wobei das eigentlich dem Automata-Prinzip widerspricht, aber... Naja. Kommt der Schale... Wenn ich das hier noch tauschen würde, den Räumer rüber und den Lagerbehälter hier hin, dann könnten wir in den Lagerbehälter auch Eierschalen und Co. einräumen lassen. Das wäre ja... Ich glaube, genau das machen wir noch. Dann brauchen wir im Grunde diesen automatischen Räumer gar nicht, weil das kann der hier dann auch mitmachen. So, nochmal einen Lagerbehälter hierher, dann können auch Teile vom Stromkabel weg. Den Duplikantensensor dahin sollten wir mal eben gucken. Sendet ein rotes Signal. Okay, das heißt, er registriert den Duplikanten, der dort eigentlich dann steht, auch wenn er die Animation da ist, nicht. Dann lasse ich lieber das Licht die ganze Zeit brennen. Dann brauchen wir den auch nicht.
Auch in Ordnung. So, hier kommt jetzt rein. Eisenerz. Hier kommt rein. Fossilien. Und ein paar organische Sachen. Wo haben wir sie denn? Da. Eierschalen. Ah, Moment, worunter sind denn die Poke-Panzer? Da. Die können da auch mit rein. Die nehme ich mal raus. Okay, das haben wir jetzt auf jeden Fall überarbeitet. So. Dann können auch hier die Sachen weiter fortgesetzt werden. Also meine Idee war dann, dass wir hier anfangen. Das reicht uns ja vollkommen aus, wenn wir das zwei Felder hoch machen. Also der Weg hier so rum ist dann ein bisschen lang, aber ich mache das halt, um hier unten möglichst wenig Dampf zu haben. Also wir würden dann hier außerhalb, ich mache das schon mal, ein paar Bunkerziegel bauen. Hier schaffen wir noch mal isolierte Ziegel hoch. Vielleicht so zwei. Ja, wir können hier dann, obwohl ne, ich will das so eigentlich so schmal wie möglich halten. So, und dann kommen wir von hier aus in den Reaktor. Ach nee, Quatsch, wir müssen ja doch noch höher. Aber dann wird es hier oben wieder blöd mit den beiden Dampfturbinen. Muss ich noch mal kurz überlegen. Wobei, wir könnten ja auch den Raum bis hier... Ja, das wäre ja noch viel schlauer. Den Reaktorraum bis hier bauen. Dann machen wir das bis hier. Hier auf die Höhe müssen wir. Dann machen wir zwei Felder höher. Ja, dann bauen wir hier eine Leiter hoch. Hier brauchen wir keine Leiter. Da kommen wir so wieder weg. Ja, diese oberste Ebene wird dann die mit den Bunkerziegeln. Sorry, wenn das gerade ein bisschen sehr kuddelmuddelig ist und vielleicht auch... Ja, overengineert, wobei das mit Engineering nicht viel zu tun hat. Ja. Ich versuche einfach nur meine Gedanken ein wenig zu ordnen, euch dabei mitzunehmen, was ich hier mache, warum ich das mache. Ja, also wichtig ist, dass rundherum aus allen Bereichen, das geht hier dann weiter mit Bunkerziegeln, wir drumherum haben. Ich weiß gar nicht, ob das hilft, wie gesagt, aber schaden wird das wahrscheinlich nicht. Vielleicht macht sogar noch irgendwo in dem Zusammenhang vielleicht, ich weiß noch nicht, vielleicht hier so, der Gedanke kommt mir gerade, eine Bunkertür Sinn, die wir hier hinbauen, um den Bereich noch weiter abschotten zu können. Lass ich mir noch mal durch den Kopf gehen. Das hat dann wahrscheinlich wenig was Sinnvolles, vielleicht doch. Aber einfach, um den Reaktor dann für sich spielen zu lassen. Ach so, ich habe natürlich eine Sache noch vergessen. Hier unten soll ja eigentlich... Wir müssen eigentlich diesen Eingang auf die andere Seite bauen. Weil hier wollen wir ja den Atommüll durchlaufen lassen. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich auch eher sagen, wir brauchen hier nicht noch mehr Ziegel bauen. Dann machen wir nämlich doch auf diese Höhe die Bunkerziegel unterhalb vom Atommüll. Ist vermutlich eine gute Variante. Ja. Machen das dann so. Mal ganz grob gesprochen, so, hier unten kommen
Gitterziegel drunter. Wo der Atommüll durchfällt, der kann dann hierher laufen und hier kommen dann unsere Partikel und feuern das Ganze hier hoch. Da geht immer noch was verloren, aber ich habe ja so eine Hoffnung, die Hoffnung, dass das Ganze tschum, 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 wie am Feuer, also wie, ja, wie verrückt schießt, dadurch, dass die Strahlung eben, ja, wir hatten ja teilweise hier unten, das ist jetzt nicht mehr so hoch, das weiß ich, aber wir hatten ja hier 9000, fast 10.000 Rad. Ich glaube, da kann schon ganz gut was rauskommen. Ui. Seit wann? Die haben doch sonst bei 50 geschossen, oder? Wollen wir den mal feuern lassen? Mal gucken, was passiert. Ah, der schießt das jetzt im 50er. Ach, das ist ja cool. Okay, obwohl, ne, die ist nicht verloren gegangen, die ist hier angekommen. Auch wenn da nicht viel von übergeblieben ist, aber interessant, höchst interessant. Damit stellt man also nicht ab, dass die die Sachen einsammeln, sondern wann sie abgefeuert werden. Es gibt ja völlig neue Möglichkeiten, sobald die Rakete landet, tschum, 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 wird die in 0, nix wieder aufgeladen. Ach was. Ein paar schöne Sachen zum Spielen für mich. So. So, was macht denn unsere Sache hier unten? Die ist jetzt komplett fertig. Haben also fast die ganze Eierschale durchgebraten und haben nicht viel Kalk übrig, okay. Sowas habe ich fast befürchtet. Das Stahl, das wird, was uns ausbremst. So, was gasten? Ach, das verschmutzte Wasser gast noch aus, ja. Dann habe ich das denn... Ah. Das stand auch nur beim Aufräumen, okay. Möglicherweise hatte ich mir dabei mal was gedacht, als ich das eingestellt habe, aber naja. So, wischen wir nochmal auf. Wir haben ja eigentlich die Einstellung beziehungsweise das ganze Eis und so weiter weggeräumt. Und dann dürfte es auch hier bald gleich mal wirklich besser werden. So, Fossilien wollte ich haben. Hier ist auf jeden Fall noch ein Schwung. Das heißt, wir können hier nochmal weiter ausgraben. Da müssen wir auch hier noch ein bisschen mehr machen. Das Erdgas hier müssen wir im Grunde auch rauslassen. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Bauen wir hier vielleicht für das Wasser noch einen Tank. Machen wir. Wir fangen mal dort an, wo wir es einfach machen können. Dann verringern wir den ein bisschen, was den Pegel anheben. Dürfte, das wäre allerdings eher blöd. Dann machen wir das lieber. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ich möchte nämlich ungern das Erdgas hier haben. Wobei, das wird sich sowieso gleich verteilen, aber ist egal, dann wird das noch ein wenig anders gemacht.
So, ich hoffe, der Bereich läuft nicht über, was wir vielleicht auch noch mal... Ach, wir haben ernsthaft den mal mit Kohle befüllt? Gott, bin ich blöd. Verschwenderischer kann man ja mit Kohle gar nicht umgehen. Dann ebnen wir das hier nämlich auch mit einem geraden Boden. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz. Gut. Ja, da habe ich wirklich gestern den Mund zu voll genommen. Ich dachte, dass wir das heute halbwegs ans Laufen bekommen. Wir müssen ja hier auch noch anfangen, Vakuum zu pumpen und. Ach, jetzt habe ich ja auch gar keine Schleuse mehr gebaut. Das habe ich auch total... Oh, Grillo. Eieieiei. Spiele ich mal eben so. Ja, wir könnten das hier noch reinmachen. Das habe ich total vergessen. Ja, wir müssten die Schleuse ja eigentlich hier haben. Nach der Dekontaminationsdusche. Weil hier wird verschmutztes Wasser sein, das ausgast. Dann müssen wir die hier machen. Dann müssen wir das Ganze noch ein bisschen weiter rüberlegen. Eieieiei. Das wäre fast schief gegangen. Ja, wir müssen im Grunde diese Leiter hier mit dem Aufstieg müssen wir noch weiter rübersetzen. Wir müssen hier die Schleusen haben. Guten Morgen. So. Und dann gehen wir hier hoch. Was ja nicht schlimm ist, wir müssen ja sowieso hier in den Reaktorraum rein, aber... Mich ärgert, dass ich das vergessen habe. Stopp. So, sonst hätten wir nämlich Firecat hier eingesperrt, das wäre auch eher nicht im Sinne des Erfinders. So, Flaschenleerer 1 und 2. Da muss dann Rohöl hin. Ah, jetzt habe ich das ganze Rohöl hier oben verschwendet, das ist im Weltall verschollen. Haben wir denn überhaupt noch? Das wird nicht reichen. Wir könnten die eine hier aufgeben. Ja, so wahnsinnig hoch sind hier die Temperaturen auch nicht mehr. Machen wir das mal. Obwohl, ne, das passt, ne, das bringt gar nichts. Ich kriege ja hier die... Die Handpumpe nicht drin, doch kriege ich doch. Okay, dann machen wir es doch. So. Ich wollte hiervon eigentlich, es tut mir echt leid jetzt, dass ihr das alles mitmachen müsst. Eigentlich keine Wochenaktion machen, aber. Ja. Fangen mal mit dem hier an. Dann könnten wir nämlich im Anschluss schon anfangen, hier ein Vakuum zu pumpen. Also, nachdem wir das hier auch dicht haben und das hier.
den Wasserstoff brauchen wir hier eigentlich auch nicht mehr. Der kann von hier ja theoretisch komplett zurückfließen dann. Und wir nutzen ihn dann oben, ja. Das werden wir auf jeden Fall machen. Kilogramm Stahl. Also wie kommen wir? Schlauer ist es. Das hier kann sowieso weg, weil das wird ja jetzt nochmal geändert, dass wir hier unten Bunkerziegel haben. So, was wir auf jeden Fall schon machen können, ist hier dicht. Ich muss mir auch hier nochmal Gedanken machen. Also die Bunkerziegel hier unten bleiben definitiv. Wenn die hier durchballern und die Bunkerziegel tatsächlich halten, dann verteilt sich zwar hier unten der Atommüll, aber weil auch da jetzt wieder die Überlegung sein könnte, müssen wir dann den Kernreaktor so hoch bauen. Der könnte ja auch auf diese Höhe dann gebaut werden, dann kann hier immer noch der Atommüll. Aber nee, ich wollte hier ja noch mehr Ziegel drunter bauen. Auch normale, damit der Atommüll möglichst wenig hierher strahlt. Ja, ja, stimmt. Tonnen. Okay, das würde ja aber schon mal reichen, um hier außen zu bauen. Eine Dauerlösung ist das für meinen Atommüll hier auch nicht, ne? Das wird mir auch gerade nochmal wieder bewusst. Weil ich muss den ja trotzdem irgendwann dann mal loswerden. Selbst wenn ich die Strahlung da rausziehe und damit unsere Rakete betreibe, aber so, die hier müsste ich noch zerlegen, weil sonst haben wir wieder 500 Kilogramm Stahl weniger. Würde ich aber jetzt ungern am Ende der Aufnahme machen, bevor ich gespeichert habe, sondern den Zerlegeauftrag mache ich dann gleich nach der Aufnahme. Weil da habe ich schlechte Erfahrungen mit Raketen zerlegen. Ich denke, hier unten macht es Sinn, die beiden noch mal wegzulassen, um hier alles Material runterzuwerfen. Ja. So, automatischer Ausgeber. So, das noch da rein, dann dürfte es aber auch auf jeden Fall reichen. So, da stellen wir den schon auf nur beim Aufräumen und für alles. Und dann räumen wir jetzt. Ach. Na, guten Morgen. Das hier alles auf. Außerdem hier schon mal alles. Ach, das, es gibt noch so viel zu tun. So, da die Handpumpe rein.
Gut, für heute müssen wir jetzt aber leider wieder Ende machen. Immerhin haben wir diesen Bereich hier ganz gut umgebaut. Man könnte noch, ich denke, ich werde das auch noch machen, diese beiden Tanks nach unten verlegen, um hier noch ein bisschen mehr Platz zu gewinnen. Dann könnten wir hier nämlich noch Material herbringen. Ja, ich denke, sowas in der Art werden wir machen. Ja, sowieso vielleicht noch ein bisschen mehr nebenbei Automata hier auch Einzug halten zu lassen, also Sachen zu automatisieren, die Duplikanten dann nicht mehr machen müssen. Ich bin trotzdem mit dem Fortschritt zufrieden, auch wenn ich ein paar Sachen vielleicht direkt hätte bedenken können, aber naja, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Also, dann danke fürs Zuschauen. Wie immer, mit einem Like würdet ihr mich und den Kanal sehr unterstützen. Deswegen würde ich mich da sehr darüber freuen. Lasst auch gerne einen Kommentar da und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.